Hey Leute, hier sind wir auch noch und da bin ich von Die Buddies Zocken und heute haben wir ein Season 0 Gameplay für euch am Start. Also das war glaube ich Early Access, da konnte man Battle Royale probieren und der Kollege hat hier, Harry94 hat das Gameplay auf seiner PS4 gefunden und das hat er jetzt hochgeladen, deswegen ist das auch ein ganz neues Season 0 Gameplay so gesehen. Und ja Leute, übrigens, wir reden gleich über das Spiel. Mein Game, das ich vor einem Monat rausgebracht habe, hat gerade eine Rabattaktion. Das ist jetzt für 3 Euro im Shop. Also wer sich jetzt gönnen möchte, kann das auf jeden Fall tun. Erster Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Gameplay. Also ihr seht schon die ganze Zeit im Hintergrund. Es ist aber so göttlich. Ohne Scheiß, bestes Spiel ever. Guckt euch mal das an. Auch die Grafik, mir gefällt alles. Die Waffen, was im Inventar hat. Ey, alles das geil. Das erste, was mir auffällt, ist halt tatsächlich, dass ich die Farben gerade irgendwie schöner finde. Ich weiß noch damals, wie sich die Farben verändert haben, habe ich gesagt, ja, eigentlich finde ich die Farben jetzt viel besser, aber irgendwie gefällt mir jetzt wieder das viel mehr. Ich verstehe nicht warum. Also, ja, das Einzige, was ich nicht mag, ist, dass es auf Distanz ein bisschen verschwommen ist. Das werdet ihr auch gleich sehen. Also, ja, wenn er reinskopt, der Gegner ist so weit weg und er ist einfach verschwommen. Landet aber direkt einen Sniper-Hit, läuft bei ihm. Er hat auch schon 5 Kills im Start, die sieht man leider nicht mehr, aber netter Schuss mit der lilanen halbautomatischen Scharfschützengewehr, denkst du? mit der Sniper. Ja. Hat auch, guck mal die Granaten im Inventar an, krass. Da ist echt ein Gegner da hinten. Als ob er den hittet. Und wie keiner baut, Leute, guckt euch mal, das Feeling ist einfach genial. Also ich würde auch gerne mal wieder Fortnite zocken, ohne zu bauen. Komm, Baller, auf den Schuss. Kopf. Digga, wie lange der oben sitzt? Der lässt sich so lange Zeit. Das langsamste Fortnite ever, ohne Scheiß, ist er weg, ja? Ja, okay. Ey, ganz ehrlich, bei so einem Gameplay, manchmal denke ich mir echt, sogar wenn es dein erster Shooter ist, dass man so spielt, da muss er wirklich, keine Ahnung, wirklich, da muss es der erste Shooter sein. So wollte ich sagen. Digga, was ist da los? Schieß doch, Digga! Ich guck! Er guckt dir wirklich zu, als wäre er das taktisch rausspielen. Wenn du heute einmal 5 Sekunden so sitzt wie der Kollege, du bist sofort tot. Sofort Headshot, Sniper, across the map, keine Ahnung was, 360, No Scope. Ey, aber mal ehrlich, ich glaube unser erstes Gameplay, da haben wir nicht so defensiv gespielt, nee, oder? Nee. Ich glaube so auch, ich habe es nicht so in Erinnerung, dass wir wirklich gar nicht geschossen haben, wenn ein Gegner vorbeigelaufen ist. Das ist der Kollege einfach, der das so defensiv spielt, weil es wahrscheinlich auch sein erstes Battle Royale Spiel ist oder... Vielleicht kommt. Ja, ich glaube, es ist sein erstes Battle. Es war auch tatsächlich, wie das Spiel rausgekommen ist. Dieses Gameplay ist erspielt worden in der ersten Woche nach dem Release. Also richtig krank und ja. War das dann nicht sogar noch Early Access in der ersten Woche? Ich denke schon. Also, wo man. Ich glaube, man musste irgendein Bundle haben oder man musste sich dafür anmelden extra. Ich habe so irgend sowas in Erinnerung. Ich weiß auch nicht. Wir waren da auch nicht dabei. Richtig hart den PUBG-Playstil, wo man einfach mal außerhalb, also am Rand der Zone campt und guckt, ob von außen noch jemand kommt und hart defensiv. Es wird auch, das krasse, null gebaut. Ihr seht auch die Oldschool-Map, Season-0-Map quasi, mit allen Oldschool-Locations und ohne irgendwelchen neuen Schnickschnack bombastisch. Jetzt hat dann Schuss gehört. Greasy Grove gleich nebenan. Ja. Und alleine die Gegend, wo er hier rumläuft, das Gebirge da. So geil, ich würde einfach die Map gerne zocken, das wäre perfekt. Das haben wir auch schon letztens mal gesagt, dass wir uns echt mal wünschen würden, wenn die Map wieder ein bisschen simpler wird, dass es nicht so viele Orte gibt, damit wieder, weiß ich nicht, nicht nur 2 Leute pro Ort landen, sondern mal wieder 10 Leute pro Ort, wo es richtig rund geht einfach. Weil es ist mittlerweile so, dass wir gefühlt, ich glaube, 20 Punkte haben, wo wir landen können. Also 20 Orte oder mehr sogar. Ich glaube sogar mehr, ja. Und da landet halt dann fast keiner mehr. Du hast meistens ein gegnerisches Team. Wenn du einen Fight gewonnen hast, ist vorbei. Okay. Früher war es so, dass am Anfang sogar bei Tilted früher war es, das ist jetzt auch nicht mehr so krass, früher bei Tilted war es so, dass da 20 Leute gelandet sind, also beim ersten Tilted. Und da ging da mega die Action die ganze Zeit ab. Das war richtig geil einfach. Und jetzt, durch das, dass wir so viele Orte haben, sind die Spieler halt so weit verteilt und das ist... Oh, ja. Digga, er snipt da alles weg. 42 Schaden, die Gegner gehen down, haben 0 Leben am Start gefühlt. Aber es ist halt echt ein 100% anderes Fortnite im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Hier wird 0 gebaut, es ist komplett langsam, komplett defensiv. Aber irgendwie finde ich es auch cool, so wie die spielen. Es ist halt echt was anderes. So, mittlerweile wird nur noch gerusht, gebaut und keine Ahnung, wenn man abgeschossen wird, jeder baut sofort seinen Standardbunker.
Und deswegen muss ich auch sagen, wie Apex rausgekommen ist, haben wir das ja eigentlich richtig gesuchtet. Das war halt richtig geil, weil es vom Gameplay-Stil wieder komplett anders war, dass das Bauen weg war, nur mal Gun-Gameplay. Und ja, keine Ahnung, Apex war dann so, ja, ich weiß nicht, kam nicht so viele Neuerungen wie halt bei Fortnite, deswegen finden wir es nicht so geil. Ich muss sagen, ehrlich, Fortnite hat damals am meisten Spaß gemacht, wo noch kein Turbo-Building drinnen war, wo man noch einzeln drücken musste fürs Bauen und wo noch nicht viel gebaut wurde. Durch das Turbo-Building ist das Gespamme vom Bauen gekommen und dadurch, naja, hat sich einiges verändert. Alleine die 1x1-Boxen, wenn einer drinnen sitzt, braucht er nur eine Taste gedrückt halten, um das Gebäude zu halten. War das Turbo-Building früher noch, oder wäre es nicht an, dann müsste er die ganze Zeit... Liegen. Ja, das juckt die gar nicht. Da müsste man nicht die ganze Zeit Linksklick drücken und wer halt schneller Linksklick drückt, der hat halt den Vorteil. Also, ja, deswegen so Turbo-Building ist eine Sache, die ich ehrlich gesagt ein bisschen nervig fand, dass die reinkam, weil... Der baut, siehst du das? Ja, der hat gebaut. Wunder, der hat sich sogar eine richtig gute Cover gebaut eigentlich, für die Verhältnisse von damals. Ja, verhältnismäßig gut. Er hat auch geschafft, dass er sich da hochbaut. Der Kollege, dem wir hier zugucken, der hat noch nicht einmal den Bauplan rausgeholt. Jetzt mit der Scope da, ja. Oh, oh. Nicht mehr viel falsch an, läuft. War okay. Aber pusht jetzt nach oben oder was macht er? Komm, pack ihn aus dem Bauplan. Nein, Bruder! Im Gebäude campt einer drinnen. Ja, und er könnte zu easy von hinten einfach abgeschossen werden. Wo der Kollege oben auf dem Berg chillt. Okay, was macht er? Es ist halt, guck, alleine das, er versteckt sich hinter dem Baum, der andere versteckt sich im Gebäude. Das ist unglaublich. Er hatte noch nicht einmal den Bauplan heraus, oder? Nee, ich weiß nicht, ob er weiß, dass das geht. Oh, der andere rusht. Oh, ja, jetzt wird's spannend. Mit dem Sturmgewehr? Der läuft einfach rückwärts. Das ist, muss los. Okay. Er ist weg. So, und jetzt hat er sich gedacht, pushen wir mal. Ich find's auch interessant, dass er keine Shotgun am Start hat. Die hätte ich gerne in Action gesehen. So eine Pump oder so damals. Oh, Granatwerfer. Geil. Okay, der hat da gut Damage bekommen. Also der andere Gegner da. Man hat zumindest gehört. So, was macht der? Er kann mit Spitzhacke umgehen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er sollte schnell raus, weil sonst stirbt er an der Zone auch noch. Ja, spring hoch da, Bruder. Nee, er geht raus. Er macht so einen Camper-Move einfach. Der andere versteckt sich safe im Gebüsch, oder? Ja, es ist so langsam krank. 7 Gegner noch. So, was macht er? Geht er bei der Tür raus? Er schleicht so langsam, das ist so geil. Oh ja. Ich schläft mir fast ein bei dem Gameplay. Ich schwör's dir. Ey, da hinten. Greasy Grove mit dem Burger, Mann. Aber guck mal, der Berg ist immer noch da, nur dass halt jetzt alles im Schneedesign ist und da oben ein Wikingerdorf ist. Der Schnee soll aber angeblich vielleicht auch bald schmelzen, also... Angeblich kommt auch eine neue Map, angeblich. Angeblich hat Fortnite mal auf die Community gehört, angeblich sollen die Roboter rausgepatcht werden. Oh, Headshot, komm! Oh, hat wehgetan. Ja. Der spielt halt echt nur die Autosniper. Ja. Oh komm, nimm mal eine Shotgun mit, Bruder. Da liegt die lila. Die lila war sie früher. Boah, geil. Und die Submachine Gun liegt auch hier. Detector. Ja, wo wir jetzt ja eine neue bekommen. Ja. So, komm. Ja. Geil. Lila war aber schlechter wie die Pump, also. Ja, auf jeden Fall. So, in Grease ist unten noch einer am Start. Und die da Pump? Skype ist, guck mal. Ja, ich wollte gerade sagen, war die Pump nicht früher sogar nur grau und grün? Glaubst du die wirkliche Pump? Ja, die war nur grau und grün und dann gab's die in lila und die graue Pump allein war schon viel besser wie die lila, oder? Ich glaube irgendwie so war das, ja. So, komm, zeig was, Kollege, ich will noch ein paar Kills sehen. Mit der Shotgun wäre auf jeden Fall krass im Nahkampf. Das wäre geil. Es ist ja, was auch krank ist, ihr müsst wissen, Leute, zu der Zeit, da gab's auch keine Minis oder so, sondern nur große Schildtränke und wie ihr seht, auch kaum große Schildtränke. Nehmt die Shotgun! Die 83 Schaden. Ich wollte gerade sagen, macht die heute auch noch so viel Damage und da die alten Fallen, die drinnen waren, die absolut crap waren. Aber ich glaube, die M4 macht maximal jetzt noch 50 Headshot oder so. Oder ein 60er, oder? 60 maximal, ja, aber keine 80 auf jeden Fall. 80, oh, ein Schuss, 80. 80 macht ja gerade mal das Garvin überhaupt. Warte mal, im Vergleich, wie dämlich ist das eigentlich? Die halbautomatische Sniper macht einen 42er Schuss, haben wir vorhin gesehen, auf Distanz.
Wahrscheinlich hält er auch 84 dann das Doppelte. Hä? Der Sniper macht überhaupt keinen Damage, man. Sein Inventar ist auch grandios, ohne Scheiß. Halbautomatische Sniper, Scope der R, Bolt Action. Eine Ska liegt da links! Nein! Nein. Die goldene Ska! Nee, aber lila war sie. Oder lila, okay. Ihr müsst bedenken, Leute. Oh. Boom. Easy geholt. Das waren die Waffen, die ihr hier seht, das waren wirklich die einzigen, die es in-game damals gab. Nimm die Ska! Das ist so schön. Die Waffen haben früher so schön geleuchtet, Mann. Oder da das kleine Jump-Pad noch, nicht Jump-Pad, Bounce-Pad. Das alte. Genau, das ganz alte, was so auf ein Viertel von der Platte war. Mhm. Okay. Kannst gar nicht mitnehmen, oder was? Ja, doch. Aber damals musste man noch alles aufheben. Ja, der andere hat die Skybase, der ist über ihm. Stimmt. Der hat hier einfach wirklich 10 Kills gemacht. War Gameplay-Niveau, ohne Scheiß. Ja, das ist echt krass. Ich hätte die Kills am Anfang gerne gesehen. So, Anfangsfight, wie hat er die gemacht? Mhm. Jetzt bin ich erstmal gespannt, wie er den letzten wegholt. Ja. Ob er wirklich sieht, dass der Skype ist. Warte, ich call's! Er fällt von selber runter. Weißt du, was ich call? Was? Der hat keine Mets, weil wer hat damals Mets gefarmt? Out of drop. Ich hab's gecallt! What the fuck? Skype ist gemacht und weil es ein Bot ist, wie es bei uns immer passiert, von selber runtergefallen. Oh Gott. Ja, Leute. So geiles OG Gameplay, da kann man nichts dagegen sagen. Auf jeden Fall. Wenn euch das Gameplay gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall ein Like da lassen und ja, das war's. Benny, hast du noch was? Ja, Leute, wenn ihr öfter sowas sehen wollt, dann gucken wir uns öfter mal irgendwelche alten Seasons an. Das war auf jeden Fall das Beste, was es jemals gab. Ich wette, 95% der Leute, die jetzt zugucken, haben damals nicht gezockt. Oder, nee, nicht 95%, 99%. Nicht mal wir. Und ja, krass auf jeden Fall. Lasst ein Like da und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.